Willkommen aus Österreich. Verschneit ist es hier. Wir sitzen im Duplo ICE 1 Baureihe 401 und fahren einmal von Bludenz bis ganz in den Norden nach Lindau. Und zwar hier in diesem winterlichen Wetter. Es ist kalt, es schneit. Die Sonne scheint aber doch ein kleines bisschen und wir fahren mit der wahrscheinlich längsten Praline, schnellsten Praline auf deutschen Schienen. Dementsprechend würde ich sagen, nicht lang schnacken, einsteigen in den Führerstand und aufrüsten. Dazu einmal den Richtungswender in die Neutralstellung. Wir schalten mal die Scheibenwische an. So, genau, dann sehen wir jetzt auch ein bisschen was. Dann einmal Bremsschlüssel freigeschaltet und nochmal angezogen. PZB und LZB machen wir an. Fahrtrichtungswender können wir in die Vorwärtsstellung packen. Der Stromabnehmer ist schon oben. Hinten auch, hervorragend. Dann können wir einmal hier vorne noch die AFB freigeben, und zwar V-Soll-Freigabe. Und wir stellen uns jetzt erstmal für die Abfahrt 40 km/h ein. Das Signal da vorne zeigt schon tatsächlich Fahrt. Genau. Und wir machen nochmal kurz die Türen auf. Sehr gut, ich glaube, Licht im Zug müssten wir auch noch anmachen. Wo machen wir das? Das sind die Fahrmotorlüfter, PZB, Stromabnehmer, Zugsammelschiene, die ist an, hervorragend. Sand, Spitzensignale auf normal. Ja, wobei, wir gehen mal hier auf hell, das ist ja in Österreich Standard. Haupt- und Instrumentenbeleuchtung dementsprechend auch dann an. Und Führerstandsbeleuchtung lassen wir aus. Türen können wir, ich würde sagen, auch schon schließen auf der, was war das, rechten Seite? Genau. Und ja, gut, dann sind wir eigentlich soweit abfahrbereit. Lösen die Bremse. Setzen hier den Fahrschalter auf die F-Stellung. Warten, bis die Fahrmotorlüfter anspringen. Und jetzt können wir langsam Leistung aufschalten. Ja, sehr gut. Auf geht's. Auf die hoffentlich nicht ganz so wilde Fahrt. Ja, wir sind heute unterwegs im ICE. Das Ganze hier im Free-Roam-Modus, heißt also, ich habe die mir hier selbst auf die Strecke einfach gesetzt. Ich weiß leider nicht mal, von wem das Repaint ist, dieses Duplo-Repaint hier. Es sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön aus. Gibt's auch im Creators Club. Okay, ausfahren dürfen wir mit 140. Wir warten, bis sich die PZB von alleine beruhigt. In Österreich befreit man sich ja in der Regel nicht aus der Beeinflussung. Zumindest beim Abfahren aus Bahnhöfen. Sie verlasse ich wie immer aus. Und wir genießen einfach mal hier die Fahrt in Österreich. Mal wieder. Auch schon wieder ein bisschen länger her. Haben heute keine Zwischenhalte, fahren also komplett durch. Schön hier ein bisschen Rollmaterial abgestellt. So, PZB hat sich befreit. Dann dürfen wir jetzt auf 60 hoch. Ja, passend zum Wetter aktuell draußen. Draußen ist es kalt, es ist nass in einigen Teilen Deutschlands und in Österreich und der Schweiz hat es auch schon geschneit, beziehungsweise schneit es immer noch. Gerade hier in München. Gerade erst versunken im Schneechaos, langsam wieder aufwachend.
langsam sich normalisierend und stabilisierend. Und hier im Simulator ist es heute auch mal kalt, aber uns ist natürlich warm hier beim Zugucken. Wir sind nämlich gemütlich zu Hause an unserem Bildschirm und können da ganz entspannt zuschauen. So, wir dürfen 140 fahren. Vmax sind heute 160 km/h. Wobei ich nicht weiß, ob streckentechnisch tatsächlich auch 160 gefahren werden darf auf der Strecke. Oder ob es nicht doch die 140 sind, die Höchstgeschwindigkeit bleiben. Wir werden es herausfinden im Laufe der Fahrt. Ja. Ich finde es doch immer... Okay, gut. Ich finde es doch immer wieder schön, wenn man hier im Simulator unterwegs ist und es ist so kalt draußen. Sowohl in Realität als auch jetzt vielleicht hier in der Simulation. Und wir selbst können uns dann umso gemütlicher machen. Und ganz entspannt durch die Alpen fahren, ohne dass wir selbst nass werden. Ja, wie gesagt, das Ganze hier, das ist kein Szenario oder sowas, das ist einfach im Fahrplan mit drin. Durch den Free-Roam-Modus einfach selbst den ICE reingesetzt. Hier im Blue Dance. Und dem einen Weg gestellt. Den Weg nochmal kontrolliert, ob auch tatsächlich die richtige Seite der Gleise benutzt werden. Eventuell dann noch die ein oder anderen Wegpunkte setzen, habe ich auch gemacht, weil ansonsten... wird man teilweise hier auf dem linken Gleis geführt. Ich glaube, der TSW geht da nach der Logik, was ist der nächstnahste Weg zum Ziel. Und das ist halt, wäre jetzt in diesem Fall tatsächlich eher so über die innere Spur gewesen, über das innere Gleis. Dementsprechend hat uns der Dispatcher über diesen Weg geleitet und das muss man dann so ein bisschen selbst nochmal kontrollieren und nachjustieren, damit man auch hier auf der richtigen Seite unterwegs ist, dass man jetzt keine Zugstaus verursacht, dass wir jetzt nicht auf einmal... von einem haltzeigenden Signal stehen, weil ein Zug vor uns, der uns entgegenkommt, unseren Streckenabschnitt blockiert und wir nicht mehr ausweichen können. Ne? Also dementsprechend immer schön kontrollieren, ob man auch richtig fährt. Und den Rest macht man dann, lässt man dann den Simulator machen. Signale stellen und so weiter und so fort. Gucken, ob man freie Fahrt hat. Das ist ja das Spannende am Free-Roam tatsächlich, dass man... Okay, erstmal hier einmal der Hauptschalter raus. Ja, also das Spannende ist ja, dass... man tatsächlich... So, wir warten natürlich, bis der hintere Drehkopf auch dann vorbei ist. So, das müsste jetzt ungefähr der Fall sein. Genau, also das Spannende ist ja an dem Free-Roam-Modus, dass man ja in den Fahrplan hineinspawnt, den der schon besteht und da praktisch einen zusätzlichen Zug hineinsetzt und dann muss man halt gucken, kommt man da gut durch oder nicht und so kommt es dann doch schon häufiger vor, dass man auch mal vor haltzeigenden Signalen steht, weil der Fahrplan eigentlich nicht dafür ausgelegt ist, dass da sich noch so ein Zug da durchquetscht, aber das ist so ein bisschen wie in der Realität auch, ne? Das passiert ja auch mal, dass sich dann im bestehenden Betrieb dann sich doch nochmal irgendwie ein Zug durchquetschen muss, weil, weiß ich nicht, irgendwo gibt es auf einmal eine Baustelle und einen Schaden und da muss ein Baustellenfahrzeug sich da durchquetschen von DB Netz oder verfügen wir gerade über Leistung oder täusche ich mich? Nee, jetzt. Genau, oder dass da irgendwie dann doch nochmal ein Güterzug auftaucht und so weiter und so fort. Ne? Das ist ja auch die so ein bisschen die echte Challenge, die auch FahrdienstleiterInnen haben. Wenn dann mal etwas passiert, was halt nicht im normalen Fahrplan drin ist, weil die ganz normalen S-Bahnen und Fernverkehrsfahrten und so, ne, geschenkt. Das ist ja jeden Tag so. Aber so richtig, in Anführungszeichen, spannend wird es ja dann erst, wenn da Fahrten mit dazukommen, die vorher nicht eingeplant waren oder die man nur sehr schlecht planen konnte, aus welchen Gründen auch immer. Das sind dann meistens so Güterzüge, die vielleicht geplant waren für Zeitpunkt X, aber weil sie halt keine Priorität haben, haben sie schon unglaublich viel Verspätung vorher gesammelt und
kommen dann im eigenen Verantwortungsbereich viel, viel später an als eigentlich geplant. Und dann muss man halt gucken, ob man es noch schafft, dass die Züge halbwegs pünktlich fahren. Und das passiert in Deutschland sehr regelmäßig und zumindest fürs Ruhrgebiet sprechend, ja, bringt das auch regelmäßig sehr, sehr viel da durcheinander. Sehr schön. Wir müssen auch natürlich gleich irgendwann noch ein Foto machen, aber ja, fahren wir erstmal ein kleines Stück, bevor wir hier Fotos machen. So, die AfB regelt das ganz gut hier, ne? Dass wir hier nicht zu schnell werden. 140 sind erlaubt. Und bisher haben wir eine grüne Welle. Also sehr schön. Da ist wieder ein bisschen Rollmaterial abgestellt. Habinswagen. Von DB Railion. Oder mit Branding von Railion. Warum ist hier eigentlich ein Zaun? Wozu? So, Ankündigung auf 110. Und Halt zu erwarten. Dann bremsen wir mal ordentlich runter. Ja, das ist das, was ich vorhin meinte, dass es eben entsprechend das Spannende eben ist, Free-Roam-Modus, dass man da einen Zug einfach reinquetscht, der so gar nicht geplant war, ursprünglich für den Fahrplan. Und man dann dementsprechend auch die ein oder anderen Halte erwarten kann. So, weil ich nicht ganz genau weiß, wo das haltzeigende Signal steht und wir gerade in so einer Kurve sind, wo wir nicht weit sehen können, bremse ich schon mal vorher etwas stärker ab, weil das Signal natürlich kommen kann, jeden Augenblick. Ankündigung auf 90. Oh, tut mir leid, Leute, aber das ist ein super schönes Bild hier mit dem ICE und diesem Tunnelportal und ja, also das muss ich mal fotografieren. So ungefähr. Nehmen wir noch die Schärfentiefe ein bisschen runter. So. Sehr, sehr schön. So, und dann. Ah, okay. Sehr gut, unser Signal ist umgesprungen. Wir haben jetzt, also am Hauptsignal ist Fahrt und uns wird Halt zu erwarten vorsignalisiert. So, ich beschleunige mal so auf so 60-70 km/h. Dann
Damit wir auch den Block hinter uns schnell freigeben. Hier gelten die 90. Das ist unser Signal. Müssen wir hier halten? Nein, oder? Ich glaube nicht. Ich hoffe nicht. Okay, gut. Wo ist das Hauptsignal? Da. Oh, was heißt das denn? Zwei weiße Lichter. Heißt das, wir können das überfahren? Ja, oder? Ist das so ein Ersatzsignal? Müssen wir das mit Befehl 40 überfahren? Ich mach das jetzt. In der Hoffnung, dass wir jetzt nicht rausfliegen. Okay. Und wenn einer weiß, was dieses Signalbild hieß, gerne mal verraten. So, wir dürfen aber jetzt 110 fahren. Aber ich traue dem Braten noch nicht so ganz. Oh, hallo. Mal kurz warnen. Okay, nee, unser Hauptsignal zeigt Fahrt. Hervorragend. Das Vorsignal signalisiert uns auch Fahrt. Und ab hier vorne dann 140. Und zwar ab jetzt. Also ich finde nach wie vor die Vorarlbergbahn eine absolut gelungene Strecke. Auch hier bei Schnee sieht sie wirklich, wirklich toll aus. Sehr atmosphärisch. Man fühlt sich wirklich so, als sei man in den Alpen oder halt in diesem beginnenden Alpenraum. Und da muss ich doch immer wieder sagen, Hut ab vor den Entwicklern und Entwicklerinnen der Strecke. Ich finde, das haben die schon echt gut gemacht. Also mir gefällt die Strecke wirklich sehr. Ich fahre hier auf jeden Fall sehr, sehr gerne. So, das haltzeigende Signal ist bestimmt am Ende des Bahnsteigs. Wo ist es? Achtung, Zugdurchfahrt. Bitte halten Sie Abstand. Und das Signal zeigt Fahrt. Hervorragend.
Wisst ihr, ich hätte eigentlich voll gerne den ICE-1, aber mit dem analogen Display, also in der nicht modernisierten Variante. Das wäre schon mega cool. Einfach weil ich persönlich immer analoge Displays bevorzuge. Ich finde die einfach ein bisschen schöner. Auch wenn natürlich hier so ein digitales Display auch sowas sehr Modernes hat, gar keine Frage. Hallo? Hier noch ein paar Gleise, die sich dazu einfädeln. Hier auch direkt ausfädeln. So ein kleiner Industrieanschluss hier auf der rechten Seite anscheinend. Genau. Einmal kurz in den Tunnel rein und wieder raus. 150 km/h dürfen wir mittlerweile fahren. Das bisher schnellste auf der Strecke. Ich weiß auch nicht, ob es noch schneller wird. Ob wir die 160 auch noch knacken können. Jawohl. 160. Nein, okay. Also doch nicht 160. Leistung zurück. Und bremsen. Wir haben halt zu erwarten. Schauen wir mal durchs Fernglas. Oh, das Signal zeigt definitiv Halt. Vermutlich, weil der Regionalzug da ausfährt. Schade, dass wir da keinen Vorrang haben. Aber anscheinend gibt wohl unser Fahrplan uns den entsprechenden Zeitpuffer. So, 500 Hertz Magnet ist jetzt nicht zu erwarten, sind in Österreich vergleichsweise selten ausgelegt. Und ja, in der Hoffnung, dass wir vielleicht weiterrollen können, ohne anzuhalten. Okay, doch nicht. Ups, was ist das? Das war gerade ein heftiger Lag. Okay, wir halten an. Und können uns einmal ganz kurz umgucken durch unseren Zug. Also so sieht es hier aus bei uns. Zweite Klasse hier hinten. Auch sehr schön, ne? Bei so einem Wetter im Zug zu sitzen, da gibt es auch echt nichts Besseres, oder? Wenn es schneit
Und man ist im warmen Zug, ganz gemütlich. Wirklich, wirklich schön. Jetzt komme ich nicht mehr durch. Aber wie kann ich diese Barriere setzen? Da? Gibt's doch, da gibt es doch noch eine zweite Barriere, oder nicht? Nö, machen wir die Tür zu. Die Tür zu schließen einmal ab. Und zurück in unseren Führerstand, weil vielleicht unser Signal mittlerweile umgesprungen ist. Wir dürfen mit 160 ausfahren. PZB verhält sich normal, verhält sich so, dass sie keine Aufmerksamkeit erfordert. Ab hier gilt für ein ganz kurzes Stück 150, aber das wird auch gleich wieder auf 160 hochgehen. Bisschen Sand können wir mal mit dazugeben, dann haben wir mehr Traktion. Genau, hier vorne gelten dann auch schon wieder die 160. Schön, schön, schön. So, 22 Kilometer noch bis Lindau. Können wir eigentlich auf dieser Seite ebenfalls den Scheibenwisch aktivieren? Nee, ne? Ich glaube nicht. Scheibenwischer. Ah, vergessen wir den Scheibenwischer. Konzentrieren wir uns lieber auf unsere Fahrt. Das ist natürlich gänzlich schlecht, hier stehen zu bleiben, weil wir den hinteren Hauptschalter eigentlich jetzt noch nicht reinmachen dürfen, sondern erst dann, wenn der ganze Zug da die Stelle verlassen hat, die neutrale Stelle. Das Signal zeigt nämlich schon Fahrt, aber wir müssen warten. Hoffentlich haben wir genug Schwung, aber es müsste eigentlich passen. Ja, ein bisschen noch. Ja, komm schon. Noch ein Stück. Noch ein ganz kleines Stück. Jawohl, wir dürfen.
Jetzt geht's wieder. Wir beschleunigen es nicht zu sehr, weil wir eh halt zu erwarten haben. Müssen wir jetzt auch bestätigen. Hopp, ist mir doch nicht, Signal ist umgesprungen. Sehr gut. So, 130. Ich hoffe mal, diese Verschubsignale sind jetzt nicht für uns spielbeendend, von spielbeendendem Charakter. Sind sie aber nicht. Weil die Leute waren am Bahnsteig. Es ist kalt, es ist nass, es ist rutschig. Na, da wollen wir natürlich nicht, dass da irgendjemand ausrutscht und auf die Gleise fällt. Da wir einen Zug vor unserer Nase haben, würde ich sagen, können wir die Maximalgeschwindigkeit mal ein bisschen niedriger halten, da den da. Genau, können wir vielleicht so auf so, ja, bleiben wir mal bei so 120, 125 km/h. Das ist ein schönes, schönes Bild. Auch da muss ich jetzt doch noch mal einmal den Fotomodus bemühen. Das ist doch, glaube ich, ein gutes Thumbnail, würde ich sagen. So. So. Und auch so. Jawohl. Also schon wirklich eine schöne Strecke auch einfach, ne? Also schön, dass sich jetzt auch ein bisschen die Sonne nochmal zeigt. Obwohl es nach wie vor schneit, obwohl es hier vorne noch so dunkel ist, aber das sieht doch auch sehr, sehr schön aus. Gut, dass wir in diese Richtung fahren. Würden wir jetzt wie dieser Kollege hier in die andere Richtung fahren, oder die Kollegin, was glaube ich in diesem Fall, dann bräuchte ich mir definitiv eine Sonnenbrille. Da würden wir schneeblind werden. Ist ja sowieso, selbst wenn die Sonne nicht scheint. Also wenn die Sonne scheint eh, und selbst wenn die Sonne nicht scheint, gerade so bei Tageslicht gibt es ja diese sogenannte Schneeblindheit, dass man eben auch eine Sonnenbrille braucht, obwohl die Sonne nicht scheint, einfach weil der Schnee so weiß ist und das Licht, das vorhandene Tageslicht halt so krass reflektiert. Also auch auf jeden Fall immer eine Sonnenbrille mit dabei haben als Lokführer oder Lokführerin. Immer ganz, ganz wichtig. Selbst wenn man in den Alpen unterwegs ist und schlechtestes Wetter erwartet. Ich glaube, eine Sonnenbrille ist definitiv einer der Grundausrüstungen eines jeden Lokführers. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich würde behaupten, es ist so. So, wie sieht das nächste Signalbild aus?
nicht so gut. Na, spring um. Komm schon, spring um. Spring um. Schade. Dann runter auf 85. Jetzt lassen wir noch ein bisschen rollen. Und schauen mal, ob das nächste, ob das Hauptsignal nicht bis dahin schon umspringt. Aber wir müssen natürlich ein haltzeigendes Signal erwarten. 110 ab hier. Sehr gut, Signal ist umgesprungen. Da sehen wir, dass der Vorsignal-Nachahmer zeigt uns das auch an. Haben wir aber natürlich auch weiterhin Halt zu erwarten. Bestätigen wir, fahren nicht schneller als 85. Da ist das nächste Hauptsignal, da sehen wir schon am Ende von dem Bahnsteig. Aber krass, wie nah diese beiden Bahnsteige sind. Also hier vorne war ja einer. Und dann einmal hier auf die andere Seite geblickt, schon der nächste. Ja, der zeigt noch weiterhin Halt an. Wildes Rumgezoome. Und wir halten an. So. Signal ist umgesprungen. Gucken natürlich, dass wir jetzt gerade nicht schneller als 85 fahren, weil wir weiterhin in der Beeinflussung sind. Und das sind wir jetzt auch schon nicht mehr. Signal wird gerade verdeckt hier von dem Oberleitungsmast. So, 110. Nicht 111. Hier 120. Viel Distanz haben wir jetzt auch nicht mehr vor uns. 14 Kilometer noch. Dann haben wir das geschafft. 140 sogar. Nächstes Signal kündigt uns freie Fahrt an. Ich bleibe jetzt erstmal bei den 100, ja, so 120 vielleicht. Damit wir nicht ständig anhalten müssen. Denn der Zug ist definitiv ja noch vor uns. Und das ist ja ein Regionalzug, das heißt also, der kann jetzt nicht wie wir einfach schön hier durchfahren, sondern der muss ja immer wieder anhalten. Das heißt also, wir werden zwangsläufig ihm irgendwann auf die Pelle rücken, weil der Zug eine niedrigere Durchschnittsgeschwindigkeit hat. Eben wegen der ganzen Halte zwischendurch. Aber jetzt sieht es gerade doch sehr, sehr gut aus mit den Signalen.
Oh, dann gehen wir noch mal ein bisschen höher. Auch das nächste Signal signalisiert uns Fahrt. Jetzt scheint die Sonne so ein bisschen von links rein. Also ich muss sagen, das ist schon eine gute Kombination hier. Hallo Vectronen. Vectrons, Vectronse. Hier auf der 500. Vectron für die DB. Oder der 500. Vectron insgesamt für Deutschland. Ich weiß es nicht genau. Irgendeine Sonderlackierung was auf jeden Fall. Also ich finde, das ist eine gute Kombination. Hier Vorarlbergbahn und ICE 1. Kann ich nur empfehlen. Macht das auch mal. Auch gerne hier bei solchen etwas schlechten Witterungsbedingungen. Das macht das Ganze noch ein bisschen spannender und ich finde auch, das passt halt einerseits zur Jahreszeit und andererseits aber auch eben zu der geografischen Lage, in der wir uns befinden, weil ich persönlich verbinde halt einfach die Alpen immer mit Schnee. Klar kann man auch sehr, sehr gut oder noch viel besser in den Alpen unterwegs sein im Sommer, aber für mich ist gerade der Reiz der Alpen im Winter da, zumindest in meiner Vorstellung. Von daher bin ich hier auch tatsächlich sehr, sehr gerne bei schlechtem Wetter unterwegs, genauso wie jetzt hier auf der Arosa-Bahn oder so. Oder jetzt in der bald hoffentlich irgendwann kommenden Bernina-Bahn. Auch das ist etwas, das würde ich tendenziell eher so mit Schnee verbinden. Und das Vorsignal hier verbinde ich mit einem Halt und dem Bestätigen mit der PZB. So, Prüfgeschwindigkeit ist unterschritten. Auch interessant, dass hier so eine unterschiedliche Brückenkonstruktion vorhanden ist. Hier mit diesem eher so niedrigen Geländer und hier mit diesem hohen Geländer und diesem Dachaufbau. Und wir halten an. Wir halten doch nicht an. Aber weiterhin halt zu erwarten. Außer das Signal springt um, aber das glaube ich nicht. Ah doch. Ah. Eine höhere Geschwindigkeit ist jetzt freigegeben. Es war Langsamfahrt zu erwarten. 60 steht da vorne. Dauert aber noch ein ganzes Stück. Bis zu den 60. So, fahren natürlich nicht schneller als 80. Gehen jetzt mal runter auf die 60, haben auch eh schon wieder Halt zu erwarten. Hier wechseln wir einmal das Gleis.
Deshalb die 60. Oh, interessante Gebäude hier links. Und jetzt natürlich die Signale schön im Blick behalten. Der fährt nach Lindau. Dürfen wir hier dran vorbei? Ja, an dem Signal dürfen wir dran vorbei. Müssen aber dann dahinter anhalten. Und das müssen wir bestätigen, ne? Hier gelb umrandet und mit dem einen Strich der vertikal, der andere der horizontal ist. Das ist, glaube ich, ein Signal, das genau, das bestätigt werden muss. Immer ein bisschen, ja, man muss halt eben darauf achten, auf dieses Signal nach Armer. Und der Regionalzug hat mal wieder Vorrang, aber auch irgendwie schön diese kleine Parallelfahrt, die wir hier haben. Wo sind wir denn hier eigentlich? Bregenz. Bregenz mit dieser Bühne im Wasser. Die ist, glaube ich, aber nicht... Wo ist das Wasser? Hier. Ich glaube, die Bühne im Wasser ist vermutlich nicht mit drin. Ich weiß auch ehrlicherweise nicht, wo die genau halt ist. Na, also ob die jetzt hier vorne irgendwo ist. Kann er mal ganz kurz nochmal gucken. Aber sieht jetzt für mich nicht so aus. Nee, ich glaube, die ist nicht... Die ist nicht simuliert. Was haben wir hier? Hier haben wir noch ein bisschen Wasser auf Erde. Aber schön. Also auf jeden Fall hier auch die Teile noch ganz gut ausmodelliert. Hier an der Seite. Ah, wobei doch, das müsste doch hier sein, oder? Hier sind zumindest die Tribünen aufgestellt. Dann ist das wohl hier vorne irgendwo diese Bühne, diese Wasserbühne in Bregenz. Ich erinnere mich noch an die Fußball-Europameisterschaft in Österreich und der Schweiz. Da hat, glaube ich, das ZDF immer hier von dieser Bühne aus gesendet, meine ich. So, Signal zeigt immer noch Halt an. Dann nutzen wir nochmal diesen kurzen Augenblick, wenn wir eh schon halten, doch noch einmal ein weiteres Foto noch zu machen. So, hervorragend. Schauen auf Signal, zeigt immer noch Halt an. Ja, das hier ist der Bahnhof von Bregenz. Bahnhofsgebäude. Auch interessant, was ist das hier? Das sieht aus, als sei hier früher auf jeden Fall mal ein Gleis gewesen. Hier mit einer Weiche ging das dann vielleicht irgendwie hier so rein. Noch ein paar Busse abgestellt. Ich hoffe, die haben ihre Winterreifen drauf. So, wir haben weiterhin Halt. Gut, dann. Also so sieht das Ganze hier. Ja gut, hier oben ist halt ganz, ganz viel Nebel. Deshalb können wir da nicht mehr so weit gucken. Aber ja, schön hier. Wir rufen mal an beim Fahrdienstleiter. Abgelehnt. Schau mal ganz kurz, was los ist und ob wir uns nicht doch einen Wegpunkt setzen sollen. Nee, der Streckenbereich vor uns ist halt einfach eingleisig, da können wir nichts machen. Vermutlich, ja gut, der ist hier noch am Rumgurken. Und sobald er das Signal hier passiert hat, das hier, das Signal passiert hat, werden wir dann fahren können. Hoffentlich, es sei denn, ein Gegenzug wird, einem Gegenzug wird Fahrt gegeben. Sieht aber nicht so aus.
Sieht nicht danach aus. Das heißt also, wir könnten jetzt gleich in wenigen Augenblicken wohl weiterfahren. Schauen wir mal. Ja, Bahnübergangs, BU-Schranken gehen runter. Ja, hervorragend. Zuerst gehen die Schranken runter, dann das Signal. So muss das. So, 1000 Hertz Beeinflussung haben wir noch. Und wir dürfen über den eingleisigen Bereich mit 100 km/h fahren. Guck mal, dass die Beeinflussung gleich weg ist, dann dürfen wir auch schneller als 85 fahren. Den dürfen wir zum Glück überholen. Nach nicht einsteigen. Dann einmal mit 100 km/h über diesen eingleisigen Abschnitt. Auch sehr, sehr schön. Einer meiner Lieblingsteile hier an der Strecke. Natürlich sehen wir jetzt gerade nicht so viel wegen des Nebels. Wisst ihr was? Den könnten wir uns doch eigentlich für die letzten paar Meter hier einfach mal wegspawnen. Hat nicht geklappt. Na gut, dann lassen wir es einfach. Sonst hätte ich gesagt, könnten wir auch die letzten paar Meter genießen können, hier mit Blick auf den Bodensee. Aber das ist ja auch nicht unrealistisch, dass man auch mal im Winter, dass sich da eine ordentliche Nebelschwade auf dem Wasser legt. Das ist durchaus sehr, sehr realistisch. Kann ich auf jeden Fall bestätigen. Zwar jetzt nicht vom Bodensee, sondern von anderen Seen und Meeren. Aber ja. Und was ich auch bestätigen kann und auch muss, ist folgendes Signalbild. Nämlich Halt zu erwarten. Da vorne ist das Signal. Bahnübergang ist gesichert. Sehr gut. Super Signal ist wieder auf grün gesprungen. Dann können wir jetzt doch fahren. Und wir nehmen noch ein bisschen Schwung, weil wir jetzt hier eine Neutral Section haben, wo wir den Hauptschalter wieder auf ausstellen müssen. Genau, das hier ist der Ankündiger. Hauptschalter auf aus. Hier ist dann die neutrale Stelle. Ist das auch der
Ich glaube, das ist doch die Grenze zwischen Deutschland und Österreich an der Stelle. Und ab hier den Hauptschalter wieder rein, wenn unser ganzer Zug dran vorbei ist. Und das dauert jetzt erstmal noch einen Augenblick. Weil wir gerade mal mit 40 km/h durch die Gegend gurken. Schön wäre natürlich so ein Zuglenkmesser. So, dann dürfen wir jetzt den Hauptschalter wieder reinschmeißen und nochmal ein bisschen beschleunigen. Dürfen nach wie vor 100 fahren. Bisschen zu viel Leistung. Wir sehen es, da haben wir etwas Radschlupf. Ja, was wir auch halt sehen an der seit der Grenze ist, dass sich die Infrastruktur auch ein bisschen geändert hat. Wir haben hier die anderen Oberleitungsmasten, die altbekannten. Signaltechnik aus dem Kaiserreich. Vermutlich haben wir dann gleich noch irgendwie Oberleitungsschäden und eine Streckensperrung. Das ist mein Deutschland, wie ich es kenne. Auch schön hier. Ankündigung auf 90. Krass, dass hier einfach noch so viele. Ah, okay. So, einmal runter auf 50. So, bestätigen wir nochmal, halt zu erwarten. Und haben auch nur noch 1 Kilometer, bis wir in Lindau sind. Das heißt also, das haltzeigende Signal wird wohl in Lindau stehen. Dementsprechend beschleunigen wir jetzt nochmal ein bisschen. Also, das haltzeigende Signal wird wohl am Ende des Bahnsteigs stehen in Lindau. Dementsprechend können wir jetzt einfach mal noch hoch auf die 50 gehen. Ich denke nicht, dass das Hauptsignal noch davor stehen wird. Aber hier gelten die 50. Was? Hertzmagnet? 500 Hertz Magnet. Ah. Bleib stehen. Halt an. Halt an. Das wird knapp. Ah, ich glaube, das wird noch. Okay, ja, so viel zum Thema. Das Hauptsignal wird am Ende des Bahnsteigs von Lindau stehen. Was ist denn das Problem? Ist da jemand drin in unserem... Da ist jemand drin.
Okay. Tschüss. Ah. Beginn. So, genau. So. Auf Signalwechsel warten. Ich habe den jetzt rausgelöscht, weil ich wusste, dass das uns Ewigkeiten dauern wird, bis wir da rein dürfen. Und jetzt müsste das eigentlich gehen. Frage ist nur, warum wir nicht trotzdem jetzt Fahrt bekommen. Weil wir hier vielleicht irgendwie den Weg kreuzen von irgendeinem Zug. Das tun wir aber eigentlich nicht, außer der hier vielleicht. So, hm. Ja, der vielleicht tatsächlich. Also der hier könnte noch uns... Nee, den wollte ich nicht entfernen. Der könnte uns vielleicht noch blockieren, aber ich weiß halt nicht, wann der abfährt. Das ist jetzt doof. Ich würde noch, also so kurz vor Lindau würde ich schon gerne die Fahrt beenden. Können wir jetzt fahren? Wir setzen uns nochmal eine Route. Und fahren jetzt, wir fahren jetzt einfach mal hier rein. Meine Damen und Herren, es hat sich gerade spontan das Gleis geändert. Wir fahren jetzt ein auf Gleis 3 in Lindau. Allerdings haben wir nach wie vor keine Genehmigung. Aber warum? Los, mach den Bahnübergang zu. Ich will fahren. Ja, ich weiß nicht ehrlicherweise, worauf wir jetzt noch warten. Dementsprechend wird das wohl tatsächlich leider nichts. Außer, naja gut, ich kann jetzt einmal mit der Brechstange durchgehen und mal alle Züge hier entfernen. So, können wir jetzt fahren? Immer noch nicht. Dann hat selbst das nichts gebracht. Dann verstehe ich nicht genau, warum wir jetzt hier stehen. Na gut, es ist wie es ist. Dann beende ich einfach mal hier die Fahrt. Bedanke mich fürs Zuschauen. Guckt euch gerne weitere Videos, die ihr hier rechts verlinkt seht, an, wenn ihr wollt. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Alles Gute, alles Liebe. Euer Trends in Play. Ciao, ciao.